My man. Funniest guys in the ski industry, and he's really cool. He's so good. Really liking his style, and the triple A did at JOI this last year was insane. Es ist genau ein Jahr her, wo ich den Rappelhelm gekriegt habe. Ein mega spezieller Moment für mich. Und ja, jetzt ist eine mega lustige Zeit bei Red Bull und ich bin mega glücklich, dass ich das geschafft habe. Das Freestyle.ch bedeutet nichts, also das ist etwas vom Speziellsten für mich jedes Jahr, weil es halt in der Schweiz ist, es ist ein Heim-Event. Man hat so viele Sachen, die man auch machen kann, nebst dem Event und die ganzen Partys, die man oben hat. Und das Publikum ist halt auch immer mega offen für solche Sachen in Zürich und das ist auch, glaube ich, das, was es mega speziell macht. Wir hatten eine neue Qualifikation, es ist ziemlich gut gegangen, bin ins Finale gekommen, oder ins Halbfinale. Acht Fahrer sind weitergekommen, das Niveau war mega hoch und ja, es ist ein super Tag und ich bin gespannt auf die Crossover-Session. Freestyle ist natürlich gut, weil es bringt unseren Sport in die Städte. Das ist einfach mega praktisch. Die Leute aus der Stadt müssen nicht auf den Berg hochgehen, um unsere Sportart zu schauen. Und ich denke, für die Olympiade und so ist das mega gut, dass die Leute unsere Sportart kennen. Ja, Freestyle.ch fertig. Ja, es war krass, so ein Wochenende. Es war wirklich mega speziell. Das Jahr habe ich es geschafft, um zu oberstehen. Ich habe jetzt auch 3 Jahre gebraucht, bis ich mal zu oberst bin. Und ja, es war wirklich ein mega strenges Wochenende. Wir hatten eine Crossover-Session wieder und einfach mega viel Spass. Und es war wirklich echt eines meiner besten Wochenende in meinem Leben bis jetzt. Also, ich glaube, ich kann auch besser sein.